Herzlich willkommen zu unserem Perimeter-Seminar-Webinar Tipps und Tricks zur Oktopusperimetrie oder zur Perimetrie im Allgemeinen. Schön, dass Sie zu uns gefunden haben. Ich hoffe, die Vormittagssprechstunde war nicht allzu stressig. Und schön, dass Sie mich jetzt ein paar Minuten begleiten und für Ihr Interesse an diesem kleinen Webinar. Um richtig loszulegen, brauchst du natürlich immer eine kleine Anleitung für das Prozedere des Webinars. Ich möchte dazu sagen, das Webinar wird aufgezeichnet. Fragen sollen bitte immer in das Feld F und A, was Sie unten oder oben in dieser Taskbar sehen und finden, reingeschrieben werden. Ich habe das so geplant, dass ich so verschiedene Module habe und immer nach jeweils einem Modul auch für die Fragen und Antworten bereitstehe. Das Webinar ist so gestaltet, dass Sie mich sehen, ich Sie leider nicht und auch leider nicht hören. Das ist für mich auch ein bisschen ungewohnter. Sie sind gemutet und auch die Mikrofone sind ausgestellt. Deswegen freue ich mich sehr, dass Sie kurz Ihre Fragen oder Zwischenfragen in die F&A tippeln, dass es vielleicht auch so eine kleine Interaktion wird und nicht nur ein reiner Monolog. Sollten keine Fragen auftauchen und alle Fragen sind geklärt, freut mich das natürlich auch. Und ja, würde sagen, wir legen los. Wir sind natürlich noch nicht ganz durch mit der Administration. Ich würde ganz gerne von Ihnen vorab wissen, was für ein Perimeter Sie bei sich in der Praxis nutzen. Und dazu müsste jetzt eigentlich eine kleine Umfrage bei Ihnen aufploppen, wo Sie kurz reinschreiben, jetzt ist die Umfrage da, welches Perimeter Sie benutzen. Dann kann ich mich auch nachher noch mal so ein bisschen vielleicht auf das ein oder andere Produkt weiter eingehen oder Sachen zum Teil vielleicht ein bisschen allgemeiner gestalten und jetzt nicht so explizit nur Oktopus 900 benennen. Deswegen wäre ganz lieb, wenn Sie das kurz anklicken, einfach anklicken, diese Umfrage wegschicken. Und dann sehen wir auch gleich die Auswertung, welches Perimeter Sie bei sich in der Praxis haben. Es gibt mir auch ein bisschen Sicherheit oder ein bisschen die Möglichkeit, auf Sie einzugehen. Die Umfrage läuft noch. Ja, also einfach draufklicken mit der Maus und abschließen. Ja, bitte auf dieses Webinar-Feld klicken. Haben wir eine Auswertung? Ja, wir haben eine Auswertung. Wunderbar. Also die meisten Nutzer sind wirklich Oktopus-Nutzer. Alles gut. Ein paar Humphrey, ein paar Twinfield oder Oculus. Gibt ja auch das Easyfield. Gut, das weiß ich Bescheid. Sie können einfach das Fenster Umfragen dann oben wegklicken, dass Sie auch meine Präsentation sehen. Und jetzt geht es auch wirklich los. Thema des heutigen Webinars ist ja groß dick unterstrichen Tipps und Tricks zur Durchführung einer perimetrischen Untersuchung. Ich möchte trotzdem noch ganz kurz, wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Abriss, auch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was ist Perimetrie eingehen? Einfach um alle nochmal abzuholen. Sie haben Perimetrie in der täglichen Praxis, Sie nutzen das. Aber vielleicht als kleiner Reminder, was macht die Perimetrie eigentlich genau? Und ich möchte final auch ein klein wenig noch auf das perimetrische Resultat eingehen. Das Webinar hier ist ja für Anwenderinnen und Anwender gedacht, die also täglich mit dem Gerät arbeiten. Und da gehören so ein, zwei Resultate schon auch wissentlich zu einer guten Gesichtsfelduntersuchung dazu. Stichwort falsch positiv, falsch negative Fangfragen. Dazu möchte ich nachher noch kurz ein bisschen was sagen. So gesehen sind das sozusagen die drei Eckpfeiler des heutigen Webinars. Und los geht's. Was ist eigentlich Perimetrie? Die Perimetrie misst die Schwelle zwischen Sehen und Nichtsehen. Sie sehen das unten in der kleinen Grafik angezeigt. Sie müssen meine Maus hoffentlich auch sehen. Also es gibt einen Bereich,
wo der menschliche Auge einen Lichtreiz wahrnehmen kann. Dann gibt es eine Schwelle, einen Grenzbereich, wo er das eben nicht mehr kann. Und nach dieser Schwelle können sozusagen Gesichtsfelder nicht mehr Lichtpunkte nicht mehr wahrgenommen werden. Und das machen wir an verschiedenen Punkten bei einer Gesichtsfelduntersuchung. Diese Lichtpunkte, Lichtblitze werden über das Gesichtsfeld verteilt gezeigt und daraus entsteht dann tatsächlich so ein Sehhügel. Dieser Sehhügel ist tatsächlich das dreidimensionale Konstrukt dessen, was der Patient noch sieht oder was er eben nicht mehr gesehen hat. Und das ist hier angezeigt. Wir wissen, dass das Sehen im Zentrum des Auges extrem gut funktioniert, also sehr, sehr stark ist. Also wir können sehr empfindliche Reize im zentralen Gesichtsfeld erkennen. Diese Empfindlichkeit nimmt zum Rand, zur Peripherie hin ab. Und es können nicht mehr alle Lichtreize in der gleichen Intensität so gut wahrgenommen werden. Das muss man sich so vorstellen, wie so ein geografisches Gebilde, eine Höhenmap, kann man auch sagen, die sozusagen dann zeigt, wie das Gesichtsfeld aussieht. Und das ist eigentlich das, worauf es mir jetzt ankommt. Sie sehen, was die Perimetrie eigentlich macht. Also wir haben diesen Sehhügel, wir wissen, dass, das ist die obere Grafik, normal, wir wissen, zentrales Sehfeld ist die Spitze des Berges sozusagen und das nimmt in die Peripherie sozusagen ab. Und wir machen jetzt nichts weiter, als dem Patienten oder ja dem Probanden sozusagen Stimulis zu zeigen und ermitteln daraus sein eigenes Gesichtsfeld. Hier unten in dem unteren Bereich gemessen. Und die Perimetrie oder das perimetrische Ergebnis, das, was Sie aus Ihrer täglichen Praxis kennen, ist im Prinzip genau die Differenz aus dem normalen Sehhügel und dem, was der Patient tatsächlich gesehen hat. Wie kommt es zu diesem normalen Sehhügel? Der normale Sehhügel ist im Prinzip eine normative Größe, die im Oktopusperimeter oder in der Perimetrie hinterlegt ist. Das sind normative Datenbanken, die im Perimetriegerät eingebaut sind. Diese normative Datenbanken, ich komme später noch dazu, sind altersabhängig, weil wir wissen, dass das normale Gesichtsfeld oder die Empfindlichkeit für das normale Gesichtsfeld altersvariabel ist. Also junge Personen haben zumeist ein normaleres Gesicht oder eine bessere Empfindlichkeit als ältere Personen. Deshalb, Tipp wirklich ganz wichtig, vergewissern Sie sich, dass immer auch das richtige Geburtsdatum bei Ihren Patienten hinterlegt ist, weil anhand dieses Geburtstags gleichen wir die normative Datenbank ab und dazu kommt dann sozusagen die normative Datenbank gegenüber dem, was der Patient real gesehen hat und diese Differenz ist das Ihnen allseits bekannte Gesichtsfeld. Die Perimetrie analysiert Regionen im Gesichtsfeld, welche schlechter sind als normal. Deswegen gerade die Geschichte mit dem Sehhügel nochmal. Wir unterscheiden zwischen absoluten Defekten, quadrantenspezifischen Ausfallen oder auch relativen Defekten, die relativ zur normativen Datenbank aussehen. Und können halt verschiedene Diagnosen mit dem Gesichtsfeldperimeter ermitteln. Klar, normale Gesichtsfelder ohne Defekte. Natürlich werden Gesichtsfelder standardmäßig eingesetzt für die Glaukom-Verlaufskontrollen, für die Kontrollen im Allgemeinen, auch die Erkennung. Es geht hier um neurologische Gesichtsfeldausfälle, quadrantenspezifische Ausfälle, die sehr, sehr gut dargestellt werden können, statisch wie auch kinetisch. Aber es gibt natürlich auch die klassischen Gesichtsfelder, diese diffusen Gesichtsfelder, die sich über das ganze Gesichtsfeld ziehen und die tatsächlich auch dadurch durch Perimeter dargestellt werden können. Ganz unabhängig, was für ein Perimeter Sie nutzen, ist das eigentlich weitestgehend immer gleich. Das nur ein ganz, ganz kleiner Abriss, damit wir gut durch die Perimetrie-Untersuchung Tipps und Tricks kommen, als kleiner Reminder. Ich weiß, viele kennen das schon.
Bisher sind keine Fragen in mein F&A eingetragen worden. Bitte zögern Sie nicht. Tragen Sie da bitte Fragen ein. Ich beantworte die dann auch wirklich live. Und wenn es dazu keine weiteren Fragen gibt, würde ich in den nächsten großen Block, um den es hier heute eigentlich auch natürlich final geht, einsteigen. Und das ist Tipps und Tricks zur Perimetrieuntersuchung. The biggest challenge in der Perimetrie ist, die Teste sind subjektiv. Also, es ist völlig normal, dass eine Gesichtsfelduntersuchung am gleichen Patienten mit der gleichen Strategie am gleichen Tag leicht unterschiedliche Resultate haben kann. Sie sollten natürlich keine hohe statistische Signifikanz haben, selbstverständlich nicht. Aber sie sind subjektiv und können etwas abweichen. Und das ist ja auch die Perimetrie in gewisser Weise. Das ist das subjektive Empfinden eines Patienten, was er wirklich noch erkennen kann. Objektiv können Sie das alle mit OCTs und Co. Heute ermitteln. Aber das subjektive Empfinden des Patienten, deswegen bleibt die Perimetrie auch eine wichtige Untersuchung, erfolgt im Prinzip in der Perimetrie. Und deswegen, weil es subjektiv ist, Tagesform, personenkonform abhängig ist, resultieren die Resultate durchaus zwischen den Tagen, zwischen Untersuchungstagen, aber auch sogar am gleichen Tage etwas, aber wirklich auch nur etwas. Die wirklich möglichen Fehlerquellen in der Perimetrie, um die es hier auch gehen soll, deswegen sitzen wir heute hier auch zusammen, ich hoffe, wir sitzen alle gut und bequem, ist tatsächlich die Fehler bei der Vorbereitung. Wir hatten gerade eingangs schon darüber gesprochen, das falsche Alter. Tatsächlich, da ich das normative Datenbanken des Patientenalters abgeglichen werden, ist es halt unabdingbar, dass man bei einem Patienten, der 1958 geboren ist, nicht 1985 schreibt. Dann kommen wir genau zu diesem Delay oder zu den falschen Auswerteroutinen im Gesichtsfeld. Falsche Refraktion, da gehe ich auch dann nochmal ein, falls die Refraktion hinterlegt ist oder man von einer falschen Refraktion ausgeht bei der Eingabe oder bei der Auswahl des Probierglases. Weitere Fehlerquellen sind natürlich ebenfalls auch die Gesichtsstruktur, große Nasen, Schatten, Gesichtsfelder ab, das ist allseits bekannt. Und da haben wir Einschränkungen, so gesehen, auch das sei zu berücksichtigen, viel in der Kinetik, bei den Außengrenzen natürlich ein Thema. Die Wahl des richtigen Probierglases, auch darauf gehe ich gleich nochmal ein. Aber es gibt genauso auch die patientenspezifischen Fehler. Die klassischen Lerneffekte, Ablenkung des Patienten, Fixationsverluste, Patienten, die nicht gut fixieren können, Müdigkeitserscheinungen, all das sind auch Fehler oder Fehlerquoten, die sozusagen darauf einspielen, dass Untersuchungen subjektiv anders wahrgenommen werden oder dass zu kleinen Unterschieden bei dem gleichen Patienten, gleichen Auge und gleicher Strategie kommen kann. Ich habe mal ein kleines Kochbuch für die Perimetrie, für die Perimetrieuntersuchung runtergeschrieben. Ich will die Punkte einmal kurz durchgehen, weil ich sie eigentlich ganz wichtig finde. Sie werden es in der täglichen Praxis, denke ich, auch so ausführen. Es geht ja hier darum, so ein bisschen auch aufzufrischen, auch ein bisschen nochmal wieder für sich zu rekapitulieren, machen wir es eigentlich alles richtig oder gibt es noch Verbesserungspotenzial? Also wirklich, schaffen Sie eine relaxte, störungsfreie Umgebung. Ist, soweit ich auch in den Einweisungen draußen bin bei Ihnen, das ist eigentlich fast immer gegeben. Es gibt hier eigenen Perimeterräume, meist ohne Fenster, weil dunkle Räume, oft hoffentlich wenigstens mit Lüftung. Deswegen die störungsfreie Umgebung ist eigentlich gegeben. Desinfizieren Sie alle Teile, mit denen der Patient in Büro kommt. Auch ein großes Thema jetzt hier in der Covid-Zeit. Dazu finden Sie auf der Haag-Streit-Homepage unter der Perimetrie auch eine neue Anleitung für die Desinfektion der verschiedenen Haag-Streit-Perimeter, wo wir das auch zu dieser Covid-Situation nochmal neu aufgeschlüsselt haben. Laden Sie es gerne runter, das ist ein PDF-Dokument, hilft, glaube ich, sehr. Patientendaten eingeben, gerade schon drüber gesprochen, und die Untersuchungsparameter festlegen, also was soll eigentlich untersucht werden, die Refraktion nochmal überprüfen und den Patienten einweisen und aufklären. Komme ich auch gleich nochmal dezidierter drauf zu. Decken Sie ein Auge ab, auch selbstverständlich, ist eine monokulare Untersuchung.
Geben Sie dem Patienten den Antwortknopf in die Hand, positionieren Sie den Patienten dann, korrigieren Sie die Helligkeit der Augenüberwachung, wiederholen Sie gegebenenfalls die Unterweisung, wenigstens kurz, und starten Sie die Untersuchung. Und das ist eigentlich auch mein Startschuss. Ich möchte jetzt gern in die Software. Gibt es Chatbeiträge? Jawohl, erstmal nichts, wunderbar. Und springe jetzt Sie hören, gibt es Probleme, mich zu verstehen? Das sehe ich hier in meinem Webinar. Aber ich höre Herrn Grimm problemlos. Also da gehe ich davon aus, dass Sie mich gut verstehen können. Dann springe ich in die iSuite-Software. Sie müssten jetzt alle das Layout des Octopus-Perimeters sehen. Das ist der klassische Start in der Octopus-Perimetrie-Untersuchung. Sie sehen links aufgeführt bei mir hier noch ein paar mehr Geräte. Hackstreit verwendet die iSuite-Software, die Ansteuerungssoftware für alle Geräte, die bei Hackstreit ja eine Ansteuerungssoftware benötigen. Deswegen hier auch Biometrie und der neue Landstar Myopia noch dabei. Heute geht es uns aber hier nur um die Perimetrie. Patientenneuanlage. Ich mache das einfach. Ich weiß, dass in nahezu allen Augenarztpraxen, und das finde ich auch super gut, eine Verbindung mit der Praxissoftware, mit den diversen Praxissoftwarehäusern bestehen. So gesehen also auch die Patientendaten automatisch aus der Praxissoftware ins Gerät übertragen werden. Das vermindert natürlich die Probleme mit der, das, also die Gefahr, mindert die Gefahr des falschen Geburtsdatums. Für alle, die es dann doch manuell eingeben, bitte darauf achten, dass das richtige Geburtsdatum hinterlegt ist. Ich bin dann hier angelegt und gehe auch direkt in den Punkt, die Vorbereitung für die Gesichtsfelduntersuchung selbst. Es kann sein, dass nicht jeder von Ihnen, der mit einem Octopus-Perimeter arbeitet, dieses Feld auch schon kennt. Ich mache hier die Weitergabe oder dieses Webinar mit der iSuite-Version I9600. Das ist die aktuelle und neueste iSuite-Version, die es gibt. Wenn Sie wissen möchten, mit welcher Version Sie arbeiten, vielleicht auch, wenn Sie ein Update wünschen auf diese neue Perimetrie-Plattform, dann können Sie in der iSuite-Software in der Taskleiste auf dieses Fragezeichen klicken, über iSuite öffnen und hier oben diese Nummer, diese iSuite I9600, die Sie hier sehen, das ist quasi, bei Ihnen steht dann halt 8.2 oder 7 oder Version 6 oder wie auch immer, 6 Punkt. Diese I.X-Version benötigen wir dann auch später, wenn Sie Updates auf diese Version wünschen. Das bitte dann individuell. Im Nachgang wird es auch die Möglichkeit geben, dass wir mit Ihnen im Nachgang in Kontakt treten. Dann nehmen wir das alles gerne auf und können dann auch das weitere Prozedere besprechen, wenn gewünscht. Hier jetzt die I96 in dieser Vorgabe. Gibt es die Möglichkeit, die Korrektion einzutragen? Also Sie müssen das überhaupt nicht tun. Sie können auch direkt das überspringen, einfach ein Auge auswählen und in die Untersuchung gehen. Ich finde das immer gar nicht so ganz schlecht, als kleinen Indikator hier eine Refraktion einzutragen. Das Charmante oder der Vorteil dabei ist, dass diese Refraktionsdaten, die hier eingetragen sind, die werden zu Rate gezogen, um das richtige Korrekturglas zu bestimmen, was Sie dann in der dritten Spalte sehen. Komme ich gleich dazu. Das Schöne ist, dass nach Beendigung der Gesichtsfelduntersuchung, ich trage jetzt hier mal irgendwas ein, das sind nicht meine wirklichen Refraktionsdaten, aber das, was drinstehen haben, diese Refraktionsdaten bleiben im System erhalten. Und wenn Sie das nächste Mal eine Folgeuntersuchung bei dem Patienten machen, ist diese Fernkorrektion auch schon hinterlegt, sodass Sie auch, wenn Sie jetzt ein Auge auswählen, nehmen wir das rechte Auge, Sie auch sofort eine Anzeige bekommen, welches Korrekturglas eingesetzt werden soll. Und hier komme ich eigentlich auch schon zu einem für mich eigentlich recht wichtigen Punkt, und zwar die Korrekturgläser. Sie haben an den Octopus-Perimetern, am Octopus 900 die Möglichkeit, am Korrekturglashalter zwei Gläser einzusetzen, ein Glas für die Ferne,
ein Glas für die Sphäre, ein Glas für den Zylinder. Sie haben zwei Nuten, in denen Sie die Gläser, diese Schmalrandgläser sollten das natürlich sein, mit so einem dünn möglichsten Rand, damit wir das größtmögliche Gesichtsfeld auch abbilden können und es nicht zu Ranskotomen kommt. So einzustecken. Vorne steckt man die Sphäre in die hintere Nut sozusagen das Zylinderglas. Und wir haben das auch hier so hinterlegt. Man sieht es deutlich. Ich habe mir mal einen Zylinder von -1,5 eingetragen. Da fordert er für mich, für die sphärische Korrektur, altersbedingt, weil auf Nähe gerechnet. Ich denke, es ist allen bewusst, aber das hier nochmal so dazu gesagt. Die Octopus 900-Geräte sind auf Nähe korrigiert. Die Octopus 600, die 30-Grad-Einblickgeräte sind auf Ferne. Also nicht verwechseln, Octopus 900 immer Nähe. Verwenden Sie ruhig die Korrekturgläser auch für Astigmatismus. Ist ein bisschen Arbeitsaufwand, ich weiß, aber es ist für eine gute Korrektur, auch wirklich für ein gutes Gesichtsfeld wichtig, dass die richtige Korrektur hinterlegt ist. Wir springen hier spaßenshalber mal aufs linke Auge. Da habe ich mir einen Zylinder von -1 eingetragen. Da sehen Sie auch, bis -1 muss nicht zwingend eine Korrektur des Astigmatismus durchgeführt werden. Das ist nur eine Empfehlung von uns, von Hack Streit an Sie. Sie können das gerne so machen, wie Sie es in Ihrer Praxis auch handeln und sagen, nein, wir korrigieren alles oder nein, wir korrigieren eigentlich Zylinder erst ab 2 Dioptrien Astigmatismus. Aber für ein gutes, gesichertes, vernünftiges Gesichtsfeld berücksichtigen Sie ruhig diese Regel bis 1 Dioptrie. Muss der Zylinder nicht eingesetzt werden. Über eine Dioptrie fügen Sie bitte das Zylinderglas in der jeweiligen Achse mit dazu. Hier gibt es jetzt noch die Möglichkeit von binokularen Gesichtsfeldern. Die Frage kommt auch öfter an mich heran, ja, kann man binokulare Gesichtsfelder am Perimeter ausführen? Ja, man kann. Ist mit der I96 oder mit der I9 auch problemlos möglich, wie Sie sehen. Eine Empfehlung dafür spreche ich ehrlicherweise nicht aus, weil wir schauen auf einen Punkt oder auf einen Fixierpunkt in 30 cm Entfernung. Also die binokular konvergieren die Augen auf diesen Nahpunkt. Das heißt also, eigentlich ist die Peripherie und eine gute Darstellung der Peripherie immer nur so leidlich gut möglich. Also so ein direktes binokulares Gesichtsfeld ist komme ich auf die falsche Richtung zurück. Das ist die Vorbereitung sozusagen für das Probierglas. Also berücksichtigen Sie das bitte auch für ein gutes, gesichertes Gesichtsfeld. Jetzt kommen wir zu der Übersicht das sieht in den jeweiligen Softwareversionen ähnlich aus. Wir haben es ein bisschen in der neuen Softwareversion angepasst. Sie kennen das aber eigentlich im Prinzip auch. Können eine Untersuchung auswählen, die Sie durchführen wollen, eine statische, vorgegebene oder eine Wiederholungsmessung, wie auch immer. Ich will mal gucken, dass ich hier ein Gesichtsfeld aussuche, was ein bisschen länger dauert. Ich habe mein Führerscheingutachten gewählt, was auch immer Thema ist. Ne? Auch hier ganz wichtig, Führerscheingutachten da wird das zentrale Gesichtsfeld geprüft, aber auch die Peripherie abgefragt. Deswegen erscheint die Gesichtsfelduntersuchung für Führerscheingutachten auch in zwei Leveln. Erste Level zentrales Gesichtsfeld mit dem jeweiligen Probierglas, also Glashalter oben, und zentrales Gesichtsfeld mit Korrekturglashalter und die Peripherie fährt der Korrekturglashalter weg und aus der Peripherie die Punkte werden tatsächlich dann ohne Glashalter. Bei Peripherie schlechteres Sehen, haben wir darüber gesprochen. Außerdem brauche ich auch das zweite Blickfeld, was eingeschränkt würde durch die Gläser. Und jetzt kommen wir zu etwas ganz Charmanten. Und das ist mir wirklich wichtig. Ist auch eines meiner Punkte, die ich hier mir als wichtig mit notiert habe für eine gute Gesichtsfelduntersuchung. Patienteninstruktion. Ich weiß, es ist wenig Zeit für die Gesichtsfelder. Ich weiß, es muss schnell gehen, Gesichtsfelder stauen sich über den Tag an, sie dauern meistens länger als irgendwie gedacht. Es ist eigentlich auch anstrengend, die Patienten müssen relativ lange warten, bis sie dann auch dran sind. Trotzdem, ich glaube, und das erlebe ich auch immer wieder und immer häufiger, eine gute Patientenanweisung führt dazu, dass der Patient eine viel höhere Motivation hat, auch mitzumachen, wenn er weiß, was hier eigentlich passiert.
Und wenn der Patient gut mitmacht, haben wir zwei positive Effekte. Der erste Effekt, er ist motiviert mitzumachen. Das heißt, die Untersuchung geht viel, viel schneller. Und das zweite ist, sie bekommen durch die hohe Motivation natürlich auch wirklich verbesserte, sichere Gesichtsfeldergebnisse. Ich weiß, man hat nicht viel Zeit. Ich habe mal hier so ein, hier gibt es so einen 7-Stufen-Plan. Ich möchte ihn einmal durchgehen. Sie müssen nicht bei jedem Patienten diese 7 Punkte abarbeiten. Aber vielleicht für sich nochmal so als Reminder, ja, vielleicht sollte ich doch dem Patienten mal kurz sagen, was ich hier mache. Wir alle wissen, was das Gerät macht, aber der Patient vielleicht nicht unbedingt. Und selbst Patienten, die schon mal da waren, die eigentlich ein Gesichtsfeld kennen sollten, auch die erinnern sich da vielleicht nicht mehr so dran oder irgendwas mit Lichtpunkten, also auch nicht mehr, kriegen den Patienten einen Antwortknopf in die Hand gedrückt, Kinn auf die Kinnschale und los geht die Untersuchung. So eine kleine Nacheinweisung, Zwischeneinweisung für die Motivation des Patienten, was gleich passiert, ist nicht schlecht. Ich möchte einmal durch diese 7 Punkte kurz durchgehen, weil sie mir doch wirklich wichtig sind und deshalb kurz einmal durchgesprochen. Wie gesagt, es muss nicht bei jedem Patienten immer alles untersucht werden, nicht immer alles erklärt werden, aber vielleicht, dass man so für sich einen Reminder findet. Also, die Perimetrie testet Ihr zentrales und peripheres Sehen. Ja, gut, das ist ganz wichtig. Bewegen Sie sich nicht während des Tests. Schauen Sie immer geradeaus auf diese Fixationsmarke, je nachdem ob Punkt oder Kreuz. Suchen Sie nicht nach dem Stimuli. Drücken Sie den Antwortknopf immer dann, wenn Sie ein Stimuli sehen. Was ist ein Stimuli? Ein Stimuli gleicht einem Lichtblitz oder Lichtkreis. Ob das so richtig ist, aber für den Patienten ist es, glaube ich, ausreichend. Es wird immer nur ein Stimuli gezeigt. Der Stimuli kann überall erscheinen. Einige Stimuli sind hell, andere sind dunkel. Manchmal wird auch gar kein Stimuli angezeigt. Sie müssen nicht alle Stimuli sehen. Und haben Sie keine Angst, einen Fehler zu machen. Blinzeln Sie regelmäßig. Haben Sie keine Angst, blinzeln, das wird mit abgedeckt übers Perimeter. Dann wird kein Stimuli gezeigt. Sollten Sie sich unwohl fühlen, schließen Sie kurz die Augen, die Untersuchung wird unterbrochen. Oder drücken Sie lange den Patientenantwortknopf, halten Sie ihn gedrückt, auch das unterbricht die Untersuchung. Gehen Sie wirklich nochmal in sich, gucken Sie, ob man nicht doch vielleicht 1-2 Sachen den Patienten sagen sollte, um ihn abzuholen. Dass er nicht nach den Stimuli suchen soll, hilft Ihnen ungemein fürs Eye-Tracking, die Untersuchung geht viel schneller. Sie können überall sein. Das hilft dem Patienten, dass er nicht ängstlich ist. Ja, was passiert denn? Wo kommt jetzt ein Lichtblitz? Letztes Mal war da, keine Ahnung. Nehmen Sie es an. Wir haben diese Patientenanweisungen in der neuen Software hinterlegt. Wir haben sie in verschiedensten Sprachen hinterlegt, sodass auch Angehörige den Patienten, wenn sie fremdsprachig sind, ihnen das vorlesen können oder lassen Sie den Patienten das selber lesen, wenn er des Deutschen jetzt nicht so mächtig ist. Und man hat hier die Möglichkeit, wir haben verschiedene Sprachen hinterlegt, sodass jeder eigentlich gut eingewiesen wird. Für Patienten, die noch nie eine Gesichtsfelduntersuchung hatten, geben wir in der neuen Software ebenfalls die Möglichkeit einer Demo. Das bedeutet, sobald Sie auf den Demo-Button drücken, sieht der Patient schon mal Stimuli angezeigt an verschiedenen Punkten und weiß schon, ach ja, das war das hier mit den Punkten, alles klar. Da weiß ich Bescheid, worum es geht. Schließen Sie die Untersuchung, diese Demo und starten Sie die Untersuchung. Und jetzt ebenfalls bitte ein Tipp, der mir wichtig, der mir am Herzen liegt und den es wirklich zu berücksichtigen gilt. Fixationskontrolle. Wichtiges Thema. Ich erlebe immer häufiger, dass man aus Gründen der Einfachheit, damit das Gesichtsfeld flotti-rabotti schnell durchläuft, die Fixationskontrolle auf ausstellt. Sie bedingen dadurch, wenn Sie sie ausschalten, dass es keinerlei Kontrolle des Auges, der Augenbewegung, der Lidschläge geht. Bei Fixationskontrolle aus wird nichts geprüft. Nicht, ob der Patient einen Lidschlag gemacht hat, nicht, ob er die Augen geschlossen hat, weil er eine kurze Pause macht. Keine Fixationskontrolle, ob er nicht doch nach dem Stimuli irgendwo sucht. Wird nichts getrackt. Also man muss darauf hoffen, dass der Patient gut mitmacht, gut motiviert ist und wirklich auch das tut, was er soll. Nämlich auf das Fixierkreuz schauen und die Punkte sehen und bewerten durch Knopfdruck, mehr aber auch nicht. Allerdings, wenn Sie diese Patienten haben, können Sie auch gleich die Fixationskontrolle wenigstens auf Min oder auf Med stellen, weil der Patient macht sowieso gut mit und ist motiviert, das gut durchzuziehen.
Also MED bedeutet, wir tracken relativ konkret die Pupillenposition. Also wir lassen nicht sehr viel Toleranz nach links und rechts zu. Bei MIN ist es tatsächlich so, dass wir einen höheren Toleranzbereich haben für Pupillenbewegung, für Augenbewegung und die Untersuchung trotzdem durchgeführt wird. Von meiner Seite aus gern. Stellen Sie es auf MIN. Kein Problem. Aber bitte vermeiden Sie es, die Fixationskontrolle auf auszustellen. Es gibt Ausnahmen. Es gibt immer Ausnahmen, wissen wir. Patienten, die wirklich nicht fixieren können, die Fixationsverluste haben, die wirklich nicht mitmachen können, da kommen Sie natürlich mit einer MIN oder MED, also minimalen oder Medium Fixationskontrolle nicht hin. Aber ja, dann stellen Sie die Fixationskontrolle auf aus, aber bleiben Sie dann bei den Patienten auch neben dem Patienten stehen und ziehen über die Kinnhalterposition das Gesichtsfeld oder das Auge so nach, dass Sie wenigstens immer ungefähr in der Zentrumsmitte sich befinden. Die Gesichtsfelder sind sowieso dann etwas schwieriger zu bewerten, ohne Frage. Aber das ist vielleicht noch, warum auch da diese Fixationskontrolle aus von unserer Seite erlaubt ist. Ja, also gerne auf MIN oder MED. AET wäre ich auch öfter gefragt, automatisches Eye-Tracking ist in der Software ebenfalls hinterlegt, ist auch ein total tolles Tool, ist wirklich großartig. Das heißt, Sie können eigentlich den Raum verlassen, die Untersuchung läuft automatisiert durch. Die Kinnstütze des Patienten fährt den Patienten in der XY-Achse wieder zurück auf die Pupillenmitte-Zentrierung. Das ist sehr, sehr charmant, das ist sehr, sehr genau, das ist sehr, sehr sicher. Es ist aber leider auch sehr, sehr zeitaufwendig. Das bedeutet, also die Gesichtsfelder dauern dann schon insgesamt länger, weil wenn der Patient wirklich nicht fixiert, fahren wir den Patienten in die nächste Position, warten kurz, ob der Patient da auch verharrt, zeigen die nächsten Stimulis, dann bewegt er sich wieder, wir fahren mit der Kinnstütze in die jeweiligen Position. Immer ein bisschen zeitaufwendiger, aber natürlich sehr, sehr genau. Ich weiß, wird manchmal gemacht, gibt solche und jene Praxen, die das auch durchaus einsetzen und sich darauf verlassen, aber sie zumeist dauern die Gesichtsfelder einen Ticken länger. Wenn das alles vorbereitet ist, geht es direkt in die Untersuchung. Wie eine Untersuchung abläuft, ist tatsächlich allzu weit klar. Vielleicht noch ganz kurz einen Satz zum Stimulusintervall, weil ich das öfter auch mal gefragt werde. Sie können die Stimulusintervalle je nach Softwareversion einstellen über so einen Schieberegler von 1 bis, ich glaube, 5 Sekunden, 1 bis 5 ging dieser Schieberegler. Das haben wir, weil es eigentlich Quatsch ist, das so zu machen, in der neuen Software auf adaptiv und langsam gestellt. Langsam heißt, alle 3 Sekunden wird ein Stimuli gezeigt, und zwar kontinuierlich alle 3 Sekunden. Adaptive Stimulis sind dahingehend schlau, um die Gesichtsfelduntersuchungen so schnell wie irgend möglich zu zeigen. Das heißt, wir starten ziemlich schnell, wirklich Stimuli, Klick, Stimuli, Klick, Stimuli, Klick. Da kommen manche Patienten auch nicht hinterher, aber keine Sorge. Wir passen die Geschwindigkeiten, in der wir die Stimuli zeigen, schon auch dem Patienten, der Patientenantwort an. Also wir werden dann schon auch langsamer, wenn wir merken, dass der Patient tatsächlich diese Geschwindigkeit nicht aufrechterhalten kann. Aber um so flott wie möglich durch eine Gesichtsfelduntersuchung zu kommen, ist es schon ratsam, mit adaptiv zu starten. Und wenn Sie dann wirklich Patienten haben, Lieschen Müller, Baujahr 34, brauchen Gesichtsfeld und da kommt sie nicht hinterher und kriegt es eigentlich nicht hin, es dauert eigentlich alles viel zu lange. Klar, dann kann man auch mal das Gesichtsfeld auf langsam stellen. Sie müssen aber sehen, auch wenn Sie ein großes Gesichtsfeld, 60 Stimulis zeigen, auch in der Top-Strategie 59, A3 Sekunden ist die minimale Dauer, die bestmögliche Dauer, die es kostet, bis die Gesichtsfelduntersuchung für dieses Auge abgeschlossen. Das für die Vorbereitung, Untersuchungsvorbereitung, die Untersuchung selbst, da brauche ich eigentlich gar nicht so sehr viel dazu sagen. Man kann die Fixationskontrolle hier jeweils noch einstellen und nachstellen. Ich würde jetzt hier an der Stelle aus dem Modus der Perimetrie rausgehen und zurück in die Präsentation, um da kurz auf Fragen und Antworten einzugehen und noch final vielleicht die einzelnen Abfolgen nochmal über eine Präsentation zu einem Präsentationsmodus zu zeigen. Genau. Fragen und Antworten. Eine Frage wurde gestellt, das Feld für den Kreuzzylinder ist etwas lose. Kann das Feld etwas gefestigt werden, damit die Achslage nicht verrutscht? Nee, das ist eher bitte einmal an den jeweiligen Distributor wenden. Wir kümmern uns darum. Welches Auge wird beim binokularen Gesichtsfeld korrigiert? Und das ist eines der ganz großen Probleme. Man kann das Führungsauge nehmen.
bei großen Differenzen, wie gesagt, sind binokulare Gesichtsfelder sind nicht das, was wir ernsthaft präferieren. Das zu tun ist immer schwierig. Eigentlich geht es fast nur unter den Bedingungen, wenn er keine Brille braucht, für Führerscheingutachten oder Peripherie oder wie auch immer, das durchzuführen. Ansonsten, ja, ein Auge sollte wenigstens korrigiert werden. Ein Auge können Sie korrigieren. Vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Probierbrille aufzusetzen, den Glashalter gar nicht zu verwenden, eine Probierbrille aufsetzen und die Nahgläser stecken, um wenigstens so ein bisschen ein gutes Gesichtsfeld binokular zu korrigieren. Kann man diese Infos auch als PDF ausdrucken? Das weiß ich gerade nicht, das prüfe ich nach. Und bitte schreiben Sie mir dann eine Nachricht im Nachgang, da wird dann eingeblendet, dass Sie uns kontaktieren können. Wir bereiten Ihnen das gerne vor, auch wenn Sie es in einer anderen Sprache haben wollen, da kriegen wir bestimmt was hin. Genau, die Frage wurde mehrfach gestellt. Eine ganz wichtige Frage, also super, dass Sie mir diese Fragen stellen, das ist ganz, ganz toll, habe ich nämlich vergessen zu sagen. Die Gesichtsfelder, die Hack-Streit-Gesichtsfelder, die Octopus-Gesichtsfelder, 900 speziell, sind tatsächlich, sie wünschen viel Licht. Ich gehe noch mal ganz kurz durch die Präsentation. Störungsfreie Atmosphäre, desinfizieren Sie alle Teile, hatten wir, glaube ich, ausführlich gesprochen, Patientenname, Prüfen der Refraktion auch ausführlich, die Glashalterposition natürlich richtig wählen, hatte ich gar nicht groß zu gesagt, versuchen Sie, die Glashalter so dicht wie möglich vors Auge zu setzen, ungefähr so 1,5 Zentimeter von der Hornhaut ist so der klassische Abstand für den Glashalter, einfach um diese Randartefakte zu vermeiden. 1,5 Zentimeter ungefähr, ganz genau. Augenklappen, wollte ich eigentlich ebenfalls noch kurz was zu sagen. Bitte verwenden Sie die Augenklappen, die so weiß sind und leicht lichtdurchschimmernd. Diese schwarzen Augenklappen sind was für Piraten und nicht für haben bei einer Gesichtsfelduntersuchung nichts zu suchen. Das Gegenauge muss leicht lichtdurchscheinend auch was wahrnehmen können. Es soll nicht komplett schwarz geschaltet werden. Deswegen bitte verwenden Sie auch die originalen Hark-Streit-Augenklappen. Sie sind desinfizierbar. Ich weiß, sie sind ein bisschen anfällig und irgendwann sind sie auch kaputt. Ich verstehe das schon. Aber sie sind genau auf diese Gesichtsfelduntersuchungen ausgerichtet und scheinen halt auch ein ganz klein wenig, lassen ein ganz, ganz klein wenig Licht durch, was wichtig ist. Bitte nehmen Sie auch keine Watte oder irgendwas, was noch zwischen diese Augenklappen gelegt wird. Es soll der Bulbus nicht gedrückt sein. Das ist fürs Gegenauge auch nicht von Vorteil. Da gibt es auch so einige Studien und wissenschaftliche Ansätze, die das so zeigen. Positionierung, vielleicht auch noch kurz das gesagt. Lassen Sie den Patienten, also nicht in sich zusammengesunken sinken, aus der Kinnstütze. Ihnen wird der Patient während der Untersuchung wirklich abschmieren. Er wird noch weiter zusammensacken. Gucken Sie, dass er nach seinen körperlichen, physiognomischen Gegebenheiten natürlich sitzt an dem Gerät. Eine Top-Strategie, die 2,5 Minuten oder 3 Minuten dauert, sehe ich ja als semikritisch, nicht so schlimm. Aber wenn es wirklich ein neurologisches, ein großes, ein 120-Punkte-Gesichtsfeld in der dynamischen Strategie, 330 Messpunkte während der Untersuchung, das dauert 7, 8, 10 Minuten, je nachdem, wie der Patient mitmacht. Da ist eine gute Grundpositionierung des Patienten schon wichtig, dass er auch körperlich packt, diese Gesichtsfelduntersuchung auch zu überstehen. Achten Sie da bitte ein bisschen drauf. Tischpositionshöhe fahren ist mir wirklich wichtig. Beim Octopus 600, kleiner Satz am Rand nebenher, ist es so wie angezeigt, da gibt es keine Kinnstütze, sondern nur eine reine Stirnstütze. Und da ist es so, dass der Patient wirklich gerade an dem Gerät sitzen soll und mit seinem Körper ruhig sich gegen das Octopus 600 lehnt, wirklich mit seinem Körpergewicht auch drauf liegt. Das Gerät kann das ab, das kann das gut verkraften. Und so wissen Sie, dass der Patient auch ergonomisch, sicher und auch richtig ins Gesichtsfeld hineinschaut und das Tracking dann auch gut funktionieren kann. Das ist die Untersuchungsparameter. Und hier kommen wir zu der Frage, die der Teilnehmer noch gestellt hat, die auch wirklich wichtig ist. Und sorry, die ich vergessen habe, in der Einführung zu erwähnen. Octopus-Perimeter sind sehr licht. Also die wollen viel Videobildhelligkeit. Übersteuern Sie die Videohelligkeit ruhig. Wir tracken die Pupille. Die ist dunkel. Der Rest des Gesichtsfelds, mich interessiert das Lid, Oberlid, Unterlid oder
alles drumherum überhaupt nicht. Also uns interessiert nur, wie Sie sehen, die Pupille. Die Videohelligkeit sollte etwas überstrahlt sein. Das heißt also, alles andere überstrahlt, Pupille sichtbar. Das minimiert dieses Patientgut sehr. Also die Erhöhung der Videohelligkeit ist da ein wichtiger Indikator. Und natürlich, Achtung, die Stirnstützenkontrolle ist natürlich auch wichtig, wenn der Patient weggeht oder nicht mehr wirklich am Perimeter dran ist, dann ruht der Patient natürlich auch. Er muss natürlich mit der Stirn auch Kinnstütze und der Stirnstütze gegenliegen. Lieben Dank für die Frage. Das habe ich wirklich vergessen, in der Abfolge noch zu erwähnen. Wirklich die Videohelligkeit, die kann ruhig immer auf 75%, 80% stehen. Das macht gar nichts. Das sieht zwar jetzt nicht schick aus im Video-Live-Bild, aber das ist auch völlig egal. Es geht hier ums Tracking der Pupille als solche. Und deswegen bitte die Videohelligkeit richtig einstellen. Und hier kommen wir auch nochmal zu den verschiedenen Tracking-Methoden im Gerät. Wir haben schon darüber gesprochen, die Lidschlagkontrolle. Das heißt, es werden keine Gesichtsfelder bei geschlossenen Lidschlägen gezeigt. Das automatische Eye-Tracking, also die Kinnstütze fährt den Patientenkopf in die jeweilige Position fürs Eye-Tracking. Die Pausenkontrolle, also wirklich die, also die Fixationskontrolle, oder also nur wenn vernünftig fixiert wird, wird auch ein Stimuli gezeigt. Und die Kontaktkontrolle natürlich, dass der Patient auch wirklich noch mit dem Kopf oder vollständig am Perimeter dran liegt. Genau, behandeln wir heute auch die semiautomatische kinetische Perimetrie. Das ist ein Thema, was hier aufploppt. Ich vermute, aufgrund dessen, dass ich so viel rede, dass wir das heute leider nicht mehr schaffen werden und dazu ein separates Seminar gerne nochmal ansteuern können, auch in deutscher Sprache. Ich werde das auch in dem Umfeld gerne nochmal ansprechen. Würde gerne auch was zur kinetischen Perimetrie sagen. Hatte auch ein bisschen was vorbereitet, aber wie es immer so ist, spricht man über viele kleine Details. Nein, wir werden es heute nicht mehr schaffen, über die kinetische Perimetrie zu sprechen. Aber es gibt weitere viele Seminare, es gibt viele noch weitere Seminare in diesem Monat. Gehen Sie auf hackstreit.com Seminare, gucken Sie sich da was aus. Ich glaube, kinetische Perimetrie ist da ebenfalls Thema. Und bekommen Sie da bestimmt auch alle Informationen, die Sie benötigen. Ich möchte ganz kurz, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte einmal ganz kurz noch auf die Resultate eingehen. Ich hatte das eingangs gesagt, ist mir wichtig. Sie als Anwender sind jetzt natürlich nicht die Personen, die Resultate bewerten oder auswerten. Ja, das sind die Augenärzte, alle die Auswertung machen. Aber trotzdem möchte ich, dass wir uns einen Punkt etwas genauer ansehen. Hier nochmal eine kleine Wiederholung der Subjektivität der Gesichtsfelder, altersabhängig mehrere Pathologien. Das ist quasi das von uns präferierte, das wollte ich noch einmal kurz anzeigen, Dokument oder Formular, wenn eine PDF in Ihre Praxissoftware exportiert wird. Das klassische 7-in-1 Ausdruck. Ich denke, das hat die höchste Vollständigkeit auf der linken Seite. Ich denke, die meisten nutzen das auch. Die es noch nicht nutzen, sollten sich wenigstens mal anschauen, mal so ein Testprint 7-in-1 machen. Es gibt eigentlich die komplette Übersicht über dieses heute erstellte Gesichtsfeldresultat. Und da drin finden Sie ebenfalls, darauf gehe ich kurz ein, die Zuverlässigkeit der falsch positiven und der falsch negativen Gesichtsfelder. Hierzu starte ich immer ganz gern die Frage in die Runde, wenn ich auch die Einweisungen mache. Was bedeutet falsch positiv und was bedeutet falsch negativ? Jeder weiß, dass es das gibt, dass es da eine Bewertung raus sich schließt. Und es gibt so eine ganz kleine Eselsbrücke, die möchte ich Ihnen kurz nennen. Es ist falsch, positiv zu antworten. Ist falsch positiv. Also es ist falsch, positiv zu antworten, heißt, der Patient drückt, obwohl gar kein Stimuli gezeigt wird. Also es ist falsch, positiv zu antworten. Und falsch negativ, genau das Gleiche. Es ist falsch, negativ zu antworten. Das heißt, es ist falsch, nicht zu antworten. Ein Stimuli wird gezeigt, aber der Patient drückt nicht. Und diese Fangfragen geben final schon oder können final Ausschluss darüber geben, ob diese Gesichtsfelduntersuchung wirklich auch valide ist, ob sie vernünftig durchgeführt worden ist. Es gibt dazu nämlich, es ist nichts Offizielles, es gibt keine Vorgabe seitens Hack Streit,
bis zu wie viel Prozent falsch positiv, falsch negativer Fangfragen ein Gesichtsfeldresultat vernünftig oder unvernünftig ist. Aber es gibt so eine gängige Größenordnung. Also zwischen 20 und 33% falsch positive, falsch negative Fangfragen gilt das Gesichtsfeld eigentlich als valide, brauchbar und verwendbar. So wird es in klinischen Studien auf der ganzen Welt eigentlich immer festgelegt. Nochmal, wir als Hackstreit sagen jetzt nicht, es ist ein gutes Gesichtsfeld, wenn es weniger als 33% falsch positiv, falsch negative Fragen sind. Zumal es einige Einflussfaktoren gibt, die auch ein gutes Gesichtsfeld mit wenigen Fangfragen zu nicht unbedingt einen guten machen müssen und andersrum auch genauso. Aber das ist immer so ein bisschen der Indikator, 33%, wenn es 50-60% falsch negativ ist, sollte man sich das Gesichtsfeld vielleicht doch nochmal anschauen. Vielleicht gegebenenfalls dann doch nochmal wiederholen, nochmal den Patienten instruieren, was er eigentlich zu tun hat, um ein verlässliches, gutes Gesichtsfeld auch den Personen zur Verfügung zu stellen, die nachher die Auswertung dieser Gesichtsfelder machen müssen. Bei fortgeschrittenen Pathologien sind natürlich die falsch negativen Resultate deutlich erhöht, auch bei zuverlässigen Tests. Das muss man auch berücksichtigen, das sagte ich gerade. Also diese 33% sind jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, sollen für Sie nur so einen kleinen Indikator geben, so einen Zuverlässigkeitsindikator geben. Genauso wie ein Gesichtsfeld kann auch unzuverlässig sein, wenn die falsch positiv, falsch negativen Fangfragen in Ordnung sind, zum Beispiel Fixationsverluste, Ermüdungseffekte, Lerneffekte, mangelnde Konzentration. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, es ist aber ein erster kleiner Indikator für Sie als Untersucher. Sie sehen angezeigt auf dem Ausdruck, auch wenn Sie die Untersuchungsgesichtsfeldergebnisse sich anschauen, wie viel Prozent falsch positiv, falsch negativ dabei ist. Und wenn Sie sehen, dass das Gesichtsfeld so gar nicht so auffällig ist, aber oder komisch auffällig ist, Sie wissen gar nicht richtig warum, wir haben viele hohe falsch positive, falsch negative, sollte man das vielleicht auch kenntlich machen und auch dem, der die Auswertung macht, zeigen, gegebenenfalls das Gesichtsfeld nochmal wiederholen, muss ich so sagen, ich weiß, um diese falsch positiven zu bewerten. Und damit bin ich auch im Zeitplan geblieben. Das sollte mein kleiner Ausflug, die kleine Erneuerung oder die Auffrischung für eine durchgehende Gesichtsfelduntersuchung sein. Ich hoffe, Sie konnten das ein oder andere da auch mitnehmen oder als Wiederholung für sich mitnehmen. Ich gehe noch mal kurz in die Fragen, weil wir haben noch ein bisschen Zeit für die Fragen und Antworten und gehe mal kurz durch. Gibt es die Patientenanweisung auch online? Wir haben eine alte Softwareversion. Nein, online wüsste ich nicht, dass sie so stehen. Ist aber ein guter Hinweis. Kann man eigentlich auch jedem gängig machen. Wir machen das Gesichtsfeld binokular. Ohne Korrektur ist das in Ordnung. Da es auch Patienten mit höheren Korrekturen gibt, hatten wir ja schon kurz drüber gesprochen, vielleicht dann doch eine Probierbrille mit Nahkorrektion, um so ein bisschen in die Richtung zu kommen. Genau, was macht man am besten, wenn das Glas anläuft wegen den Masken? Eines der Hauptprobleme, es gibt so solche, habe ich auch gesehen, für in Augenoptikgeschäften gibt es so kleine kleinen Tücher, die dieses Beschlagen verhindern. Ich habe das auch ausprobiert, ich finde es eigentlich wirklich ganz gut. Sind auch gar nicht so sehr teuer. Ansonsten gibt es da keinen tatsächlichen richtigen Weg. Und ja, wenn wir gerade das Thema Masken ansprechen, ich hatte das jetzt verstärkt, gerade bei Patienten, die FFP2-Masken aufhaben, die ja dann doch etwas weiter noch ins Perimeter dann reinragen, also noch mal eine verlängerte Nase darstellen. Und da hatten wir durchaus mal den Fall, dass eine Rechts-Links-Kennung nicht richtig ist oder die Fehlermeldung kam. Der Patient hat das Kinn auf der falschen Kinnstütze. Wir können es nicht rausrechnen. Die Perimetrie ist auf FFP2-Masken nicht vorbereitet gewesen, dass das kommen wird. Vielleicht, dass der Patient die Maske noch mal ein bisschen fester aufsetzt oder vielleicht auch eine medizinische Maske ändert für die Gesichtsfelduntersuchung. Es lässt sich leider nicht anders handeln momentan. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Genau, viele Patienten orientieren sich, kommt noch eine Frage, lieben Dank, an den Geräuschen vom Perimeter. Und ohne Frage, das klappt. Es gibt ja sogar Piepgeräusche, die kann man natürlich ausschalten, sollte man auch ausschalten. Tatsächlich ist es aber nicht so, dass jedes Geräusch unbedingt ein Stimuli zeigt. So gesehen ist es dann
Also das sind halt auch diese typischen Fangfragen, die daraus resultieren. Man drückt, weil man irgendwas hört, was eigentlich gar nicht da ist. Das rechnen wir auch raus und um, das ist gar kein Problem. Aber der Patient kann sich nicht nur auf das Geräusch, zumindest beim Octopus-Perimeter, da kann ich leider von den Wettbewerbsprodukten nicht sprechen, kann er sich nicht darauf verlassen, dass jedes Geräusch am Gerät auch wirklich ein Stimuli zeigt. Neuere Geräte, das haben wir irgendwann 2012, 2013, glaube ich, geändert. Da gibt es ein neues, das sind Noise Reduction Geräte. Die neueren Geräte sind auch schon in der Geräuschwahrnehmung deutlich minimiert. Aber ein kleines Grundgeräusch bleibt trotzdem da, ist aber kein Indikator, dass jedes Mal ein Stimuli gezeigt wird. Wenn bei binokularen Messungen ein Auge korrigiert wird, der Patient kann nicht mehr zentral positioniert werden. Bei binokularen Messungen ein Auge korrigiert wird, der Patient kann nicht mehr zentral positioniert werden, nicht wahr? Oh, muss ich zurückstellen. Bitte das nochmal weiter sezidieren. Wie werden falsche negative Fragen ermittelt? Genau, die Frage, die jetzt auch noch kam. Und das muss ich jetzt, weil ich bin, ja, ich, jetzt glaube ich auch wirklich final in der Zeit angekommen, am Ende meines kleinen Vortrags. Bitte sprechen Sie, und das wird auch eingeblendet in der Chat-Funktion, bitte sprechen Sie uns an, melden Sie sich bei Ihrer jeweiligen Vertriebsorganisation für weitere Fragen. Wir helfen Ihnen ja wirklich auch gern und besprechen auch gerne weitere Fragen mit Ihnen dann separat. Für heute möchte ich mich bedanken, dass Sie alle da waren, und freue mich, wenn Sie weitere Webinare in diesem Monat besuchen. Es sind noch spannende Themen, die aufploppen. Und möchte Danke sagen, Ihnen einen schönen Nachmittag wünschen, Sie auch vielleicht in Ihre Nachmittagssprechstunde entlassen. Und freue mich, wenn Sie einfach mit uns Kontakt treten und das möchten. Zum Ende des Webinars, wenn Sie sich jetzt hier ausloggen, wird es noch eine kurze Bewertung geben. Da können Sie auch gerne Ihre Wünsche noch reinschreiben, vielleicht, was wir besser machen können, wo wir vielleicht noch Webinare oder weitere Sachen ausführen können. Wir nehmen das gerne an und auf, melden uns auch, wenn Sie uns Ihre Kontaktdaten zur Verfügung stellen, und besprechen gerne alles weitere individuell. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.